Freunde, willkommen zum JFK Megastream. Ich habe mir gedacht, ich mache mal eine Stream-Zusammenfassung. Das finde ich besser als 0815 Videos, die ich einfach aus dem Stream rausschneide. Deswegen wollte ich mal gucken, wie das hier läuft. Und da ich ein Genie im Streamen bin, habe ich direkt in der ersten Folge vergessen, wie man den Voice-Mod einstellt und ca. 40 Minuten konnte der Stream nicht hören, was von den Mitspielern gesagt worden ist. Die Einstellungen wurden dann von mir angepasst nach 40 Minuten und wir konnten mit dem Megaprojekt starten. Yo, funktioniert das alles? Nachdem ich dann die Einstellung gefunden habe, konnte man auch endlich mit dem Projekt starten. Die komplette Begrüßung und so weiter wurde natürlich vollständig nicht vom Stream gehört. Seid und ihr habt alle Game of Survival, ja? Nun konnten wir auch richtig mit dem Projekt loslegen und haben uns dann mit der kompletten Truppe an der Brücke getroffen und uns dann in unsere Ländereien begeben. Mal gucken, wer der Erste ist, der stirbt. Meine pro-technischen Streaming-Erfahrungen konnte ich nun auch in Minecraft beweisen, indem ich erstmal einen Tauchgang im Brunnen vor der gesamten Truppe gemacht habe. Oh Gott, Brunnen. Und anschließend suchte ich weiterhin Villager im kompletten Dorf. Leider habe ich keine gefunden. Damit auch jedem klar ist, was für Skills ich habe, habe ich mich erstmal direkt verlaufen. Wo muss ich hin? Ah, ich hätte hier vom Dorf aus. Kann ich hier lang? Nee, ich muss vom Dorf und wieder zurück. Und musste anschließend umkehren, um zu meinem Bauplatz zu kommen und dort endlich zu starten. Durch die große Anzahl an Mitspielern auf dem Server konnte der Server leider nicht ganz mithalten. Ja, der Server geht schon ham. Und wir haben im Stream den Cookie-Test entwickelt. Einfach mal gucken, wie lange es dauert, einen Cookie zu essen. Und leider kam der Server mit dieser Anforderung nicht hinterher. Und fürs Essen eines Cookies wurde außerordentlich viel Zeit in Anspruch genommen. Habe ich nicht? Nee, ich habe nicht mal eine schlechte Verbindung. Also. Ja, die Leute haben ja jetzt noch nicht mal irgendwas, ne? Sondern es ist einfach nur gelaufen worden. Nee, mit 2 Minuten hatte ich auch nicht gerechnet. Also wir saßen da jetzt eine Dreiviertelstunde. Ich glaube einfach dadurch, dass alle so weit weggelaufen sind, hat's das Ganze zerlegt. Die Wartezeit von über 7 Minuten zu überbrücken unterhielt ich mich mit dem Stream. Und es gab auch einige Geschichten aus dem Leben eines kleinen Streamers zu erzählen. Ach ja, ich habe ein kleines lustiges Update für dich. Letzte Woche wurde ich schon wieder von jemandem angeschrieben bezüglich Grafiken und die hat mich bei Discord geaddet. Und jetzt kommt's. Dann hat sie mir das Ohr nicht vollgeheult, sondern hat geschrieben, dass sie jetzt alleinige Brotverdienerin ist ihrer Familie und. Ich sag mal irgendwie 3 Seiten geschrieben mit, warum ich ihr unbedingt einen Auftrag geben soll. Alter, war das unangenehm. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich jemanden bei Discord blockiert habe. Ich bin ja sonst sehr nett und sowas alles, ne? Und offen für alles. Aber das war wirklich, wirklich unangenehm. Um das Ganze in Kontext zu bringen, wir wurden in den vorherigen Streams sehr oft von englischsprachigen Menschen angeschrieben, die angeblich aus England kommen und immer mit derselben Frage- und Antwortschematik begonnen haben. Sie war also nicht die erste, die mich angeschrieben hat, sondern irgendwie die 12. Und immer wurde gefragt, was für ein Spiel spielst du? Wie geht's dir? Und dann 1:1 dieselbe Antwort mit demselben Smiley drin. Also wahrscheinlich irgendwas Richtung Callcenter. Also auch immer dieselbe Masche und die Fotos, die die dann rüberschicken oder die Bilder, die sehen auch zum Teil echt identisch aus. Nach dem Neustart des Servers haben wir uns dann wieder auf den Weg gemacht zum Bauplatz. Wir waren noch ein ganzes Stückchen vom Bauplatz entfernt und haben weiterhin Lags über unsere Cookies feststellen müssen. Also ich glaube, ich gebe dem Server jetzt noch 30 Sekunden und dann crasht er wieder. Also der Cookie-Benchmark sagt 5 Minuten. Die Spinnen sagen, ich gebe dem Ganzen noch 1 Minute. Nach nur noch wenigen Metern haben wir dann endlich auch den Bereich erreicht, wo meine Straße zu meinem Baugebiet anfängt. Wir durften vorab schon
Dekoration an der Straße vornehmen, die zu unserem Baugrundstück führt und dann mit Streambeginn durfte dann erst auf unserem Baugebiet gebaut werden. Ich glaube, von hier an habe ich gebaut, aber ich habe mich hier an diesem Weg orientiert und ich habe eine Mod installiert, die eine Shuffle-Mod. Die fand ich ganz cool. Die shuffelt durch dein Inventar durch und dann plantest du random Sachen. Also, der Lauf der Wolken, der sagt mir, es sieht nicht gut aus. Und guck mal, hier war eigentlich schon alles, das habe ich hier, diesen Bereich habe ich gebaut, diese Kurve. Und den hier hat wohl Big Benne. Ja, das war's. So wie es aussieht, brauchen wir noch 2 Restarts, bis wir bei der Basis sind. Nach dem Neustart des Servers, der wieder mal so knappe 10 Minuten in Anspruch genommen hat, konnten wir uns wieder einloggen und uns wieder auf den Weg machen zum Baugebiet. Also, hier geht's zu Big Bene Full und hier, das habe ich angefangen zu bauen. Mal gucken, wie lange es diesmal hält. Hoffnungsvoll machten wir uns nun auf den Weg zu unserem Baugebiet und hofften auf einem performanten Server, sodass wir auch mal mehr als nur Cookies essen können. Spoiler, wir wurden enttäuscht. So, es werden wieder Wetten angenommen. Meine Freunde, der Himmel verheißt nichts Gutes, er ist am Zucken. Was sagt der Keks? Ja, der Keks sagt, es ist nicht gut. Und das kommt auch noch Phantome, willst du mich verarschen? Ja, ich habe übrigens eine Brücke gebaut. Und ich wusste nicht, wie ich die Brücke bauen soll, also habe ich ein wenig übertrieben. Ich fand, das ist ganz cool. Das hier ist unser Gebiet. Nachdem wir jetzt unsere Base erreicht haben, haben wir begonnen, Holz zu sammeln und unsere ersten Werkzeuge herzustellen. Die Spitzhacke nutzten wir dann direkt, um uns ein Standard-Minecraft-Haus zu bauen. Wir gruben uns in den Berg und verschanzten uns dort erstmal vor den Gefahren der Nacht. Die erste Einrichtung durfte natürlich auch nicht fehlen und wir setzten unseren Crafting-Table direkt in die Ecke und bauen uns eine Steinspitzhacke, um tiefer und weiter in den Berg vorzudringen. Um für später vorbereitet zu sein, pflanzen wir direkt erstmal Sugarcane vor unserem Eingang. Da uns aber die Gefahren der Nacht nicht ganz geheuer waren, verschanzten wir uns erstmal in unserem Steinloch und warteten auf den nächsten Tag. Um ein wenig Wärme in unser tristes Loch zu bekommen, stellten wir einen Ofen auf und produzierten schon mal unsere ersten gebratenen Kartoffeln. Um den gröbsten Hunger zu vermeiden, aßen wir ein paar Orangen. Da der Tag nun angebrochen war, wollten wir nach draußen gehen und die Umgebung erkunden und nochmal 1-2 Zutaten für unser Bauwerk zu finden. Okay. Leider wurde unsere Base direkt von Mobs belagert und wir mussten uns direkt wieder einsperren und auf unsere Gegner warten, um diese mit unserer Geheimtechnik zu töten. Also wir werden hier langsam Fortschritt erreichen. Nach der erfolgreichen Verteidigung unserer Base begannen wir, unsere Umgebung zu erforschen und waren nur ein wenig abgelenkt. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo noch ein Zombie. Ne, ich will Schafe finden. Oh, und Bambus. Bambus ist ganz gut. Nachdem wir dem Loch entstiegen sind, machten wir uns auf den Weg, den Berg zu erklimmen und sammelten 1-2 Kirschsetzlinge, töteten Zombies und kehrten wieder zu unserer Base zurück. Damit wir für die nächsten Tage gewappnet sind, begannen wir uns ein Feld anzulegen, erstmal nur rudimentär mit 1, 2, 3, 4 Samen. So, das, damit sollte jetzt erstmal alles angebaut sein, was wir
so haben. Ein Eimer. Nice, wir können richtige Felder bauen. Während das durchbrennt, würde ich jetzt mal eben kurz eine kleine Verschnaufspause machen. Während einer Streamingpause checkte ich weiterhin unseren Discord-Server und überprüfte die aktuellen Nachrichten und Geschehen, die den Server betreffen. Also, so wie es aktuell aussieht, wollen die wohl noch einen anderen Server aufmachen. Oh. Nach dieser kurzen Information wurden wir von unserem Jungle Tree überrascht und nutzten gleich die Chance, um diesen abzubauen, um unseren Holzvorrat bedeutend zu erweitern. Wir zocken mal was anderes, bis es neue Infos gibt, weil ich will jetzt nicht weiterspielen und dann werden die Daten zum Beispiel nicht mit rübergenommen. Also Stream bei den anderen angehört hat, wollen die das jetzt zeitnah machen. Das heißt, gefühlt jetzt alle raus und dann... Nach dieser Nachricht aus dem Discord entschieden wir uns, eine Runde Sunken Land zu spielen und später wieder in Minecraft zurückzukehren. Nach einer längeren Spielsession in Sunkenland kehrten wir dann in Minecraft zurück und jointen dem Discord vom Server. Bisschen Spack das beim Abbauen noch, aber sonst. Wenigstens droppt er schon mal online Holz, das ist schon mal etwas. Der Server läuft so viel besser. Aber auch nur für ein bisschen. Ja, der ist nicht perfekt, aber er läuft schon mal viel besser. Das stimmt schon. Da müssen wir nur Stresstest machen mit allen. Im Discord entschieden wir uns dann, nur noch einen Stresstest den Abend zu machen und ich begab mich auf eine Semi-Erkundungstour und lief einfach in eine Richtung, um neue Chancen zu generieren, um die Stabilität des Servers zu überprüfen. Also an Bäumen hängen immer Früchte. Kann ich die essen? Ja. Mir sind so eine komischen Dinger gesehen. Mal gucken. Da kannst du einfach einen Rechtsklick drauf machen, dann kriegst du einen Apfel zum Beispiel in die Hand. Aktuell sieht es aus, als ob es demnächst irgendwann crashen wird. Und ich laufe jetzt hier einfach nur, um zu gucken, ob sobald neue Chunks geladen wird, ob das Spiel crasht. Aber interessant, dass der jetzt so lange durchhält. Aber bis jetzt wurden auch noch keine neuen Chunks generiert. Und wenn du mal nach vorne guckst auf der Minimap. Wir sind an der Schankgrenze angekommen, also wird, ja. Ich habe mich auch gerade schon gewundert, aber ja, ich habe es mal aufgegeben. Nach dem Tod beim Erkunden beendete ich die Minecraft-Session und beschloss, weiter was anderes zu spielen. Das war jetzt das erste Mal, dass ich so eine Stream-Zusammenfassung geschnitten habe. Das ist sehr viel Arbeit, hätte ich nicht gedacht, auch wenn das Video noch nicht mal 14 Minuten lang ist. Also, danke fürs Zuschauen. Schaut gerne auch während des Streams vorbei. Ich bin eigentlich immer abends online. Und sonst findet ihr rechts die JFK-Playlist und links irgendein Video. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Cheerio und auf Wiedersehen.